Jo, meine Verrückten, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde von Minecraft Hardcore zusammen mit dem Kai. Hallöchen. Hallo, na. Na? Zu einer weiteren Runde. Spielen zu einer weiteren Runde. Oh, da geht mein Bildschirm gerade mal einmal kurz. So, okay, jetzt geht er wieder. Mein HDMI-Kabel hat ab und an mal einen Wackelkontakt. Portal. Ja. So, da ist ein. Nee, doch nicht, dachte ich erst. Hallo, sind hier mal wieder so Steine? Falls wir einen wieder finden. Da ist einer, da ist einer. Okay, also es geht immer weiter in die Richtung. Also gehen wir hier einfach mal hin. Ich bin mir auch nicht sicher, ich habe es jetzt auch noch nicht geschafft nachzugucken, ob es irgendwie quasi dafür ein Zeichen ist. Aber wir haben auf jeden Fall hier in der letzten Folge bei Kai ein paar Silberfische gefunden. Da könnt ihr uns auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob das quasi ein Zeichen ist. Hast du schon mir welche gefunden? Nee, oder? Nee, so nah hier auf das Endportal, genau, oder auf die Stätte dazu. Ich baue mich einfach jetzt mal hier ein bisschen runter, genau. Mal gucken, ob wir da ein bisschen was finden hier. Gibt es da irgendeine Höhe, wo das normalerweise ist? Nee, ich weiß auch nicht. Da gibt es eigentlich keine Höhe, da gibt es auch quasi keine festen Dingsdams da. Also keine festen Koordinaten oder sowas. Also man findet es eigentlich mit Dingsdams da. Also früher hat man das immer mit Enderaugen gefunden. Also die haben einen quasi den Weg dahin gelotst. Das war mal ziemlich aufwendig und ich weiß gar nicht, ob das jetzt mittlerweile mal anders gemacht wurde oder wie man die überhaupt findet oder ob man die zufällig, also ob man die auch zufällig finden kann. Kann man bestimmt. Also ich glaube, ich habe einmal, wo ich ganz normal Minecraft gespielt habe, das zufällig gefunden. Einmal. Da oben ist Gold auf jeden Fall. Okay, Patrick, so. Hier ist Gold, willst du das abbauen? Achso, stimmt, du hast gar kein Gold mehr im Inventar, ne? Nee, das habe ich dir gerade ja gegeben, noch kurz vor der Aufnahme. So, warte, ja, dann baue ich es mal eben kurz ab. Aber ich bete echt drum. Das wäre sehr, sehr geil, wenn wir jetzt einfach mal das Endportal ganz komisch, vor allem ganz, ganz geil finden einfach würden. Einfach mal so eiskalt so. Ja, genau, eiskalt. Eiskalt, ey. Aschkalt. Oh, Dias! Wo? Hier! Wo bist denn du? Junge, dein Herz. Ich baue hier runter. Ich will die abbauen und einsammeln. Ja, dann mach das. Warte. So. Erstmal gucken, wo hier denn noch welche sind. Wie viele sind das überhaupt? Ich baue einfach mich da runter und es sind einfach schon wieder Dias da. Übrigens, Leute, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, weiß nicht, wie viele Dias ganz gefunden. Ganz, ganz viele. Wir haben, glaube ich, dreimal hier Dias gefunden oder so. Und jetzt einfach nochmal. Hier an der Stelle, kurz vorher, haben wir auch noch Dias gefunden und es ist einfach mega, mega krass, wie viele Dias man hier finden kann. Geil. Wir könnten uns jetzt auch schon Dia Brustpanzer machen. Könnten wir, ja. Könnte man tun, weil die halten eigentlich auch ordentlich und die könnte man dann auch. Die müssten wir dann auch mal verzaubern. Okay, wir sind hier. Wir sind hier schon beim Bedrock. Wir sollen mir Dias geben. Hm. Jetzt habe ich sie. Ich habe diesen Erfolg trotzdem nicht. Okay, das ist komisch. Vielleicht hast du den. Du kriegst die Dias. Ich glaube, du hast den schon mal einmal bekommen. Kann das sein? Weil wenn du den. Auf jeden Fall. Hast du jetzt die Dias aufgenommen? Ja, habe ich. Gut, nicht, dass sie da rumliegen. Was wollte ich denn sagen? Also entweder bleiben wir jetzt hier und probieren hier jetzt die ganze Zeit rumzubauen oder wir warten jetzt mal ein bisschen auf Feedback von euch und gucken dann mal in der nächsten Folge und buddeln uns jetzt einfach mal ein Stückchen weiter und suchen noch mehr Dias. Obwohl wir haben, warte mal, wie viel haben wir denn? Wir können jetzt, ich glaube, ja, 8 brauchte man für einen Brust. Weißt du was, ich kann hier ja noch ein bisschen abbauen und du... Brustpanzer, ich mach jetzt Dia-Suche. Ja, ich baue einfach, genau, ich baue mich einfach hier mal ein Stück weiter, mal gucken und vielleicht finde ich ja auf dem Weg quasi noch irgendwas Interessantes, irgendwas Spannendes, man weiß es ja nicht, vielleicht kommen wir ja hier quasi der Sache auch noch ein bisschen näher. Genau, vielleicht findest du auch Silberfische. Genau. Aber deswegen im Endportal, ich weiß gar nicht, warst du da früher schon mal drin hast, im Minecraft so gespielt hast. Nee, also ich war da ja schon mal und da gibt's quasi was Cooles. Wie soll man das sagen? Ja, also da gibt's, ist quasi so ein mega, mega Trakt, kann man das nennen. Wo halt ganz viele Räume sind und deswegen, du kannst halt das Glück haben, dass du in einen von diesen Räumen reinfällst, dann musst du quasi einfach noch laufen und das Portal suchen. Da gibt es dann auch, ich weiß gar nicht, was man da noch alles finden kann. Auf jeden Fall kann man da ordentlich was finden. So, bei mir baut sich gerade die Welt neu auf, deswegen läuft es ein bisschen. Es tut mir leid, aber jetzt läuft sie ja flüssig. So, okay. Okay, hier sind auf jeden Fall, irgendwie finde ich hier nichts mehr.
Warte mal, wo war der ursprüngliche Gang? Du meinst der ursprüngliche Gang oder hier? Nee, das hier war ja da. Oder meinst du? Ach der so. Ganz ursprüngliche Gang. Hier war der. Hab ich schon gefunden. Ach, ich hab mich auch hier an der Seite so komisch. Ja, du hast ich hab gedacht, ich hätte mich da weiter bauen. Naja, egal, komm. So, warte, ich muss erstmal kurz noch ein Crafting Table wieder machen. Hier, so, zack. Das rausschmeißen. So, dann brauche ich jetzt erstmal nochmal zwei. Meine Spitzhacke ist kaputt. Ich mach mal vier. Ja, mach mal welche. Ich mach mal ein paar für uns. So, zack, hier, warte, zwei liegen hier für dich. Warte, zwei nehme ich. Warte, hier liegt noch eine. Eine hab ich, warte mal. Oh, warte, jetzt habe ich die Knochen weggeschmissen. Ja, gut, läuft. Warte, das ist mal. Ja, dann gib mir die Knochen. Ach, du hast die aufgenommen. Ich habe Knochen. Okay, gut, nice. Hattest du drei oder was? Ja, ich hatte nur drei. Ich hatte nicht so viele. Okay, das Redstone einfach mitnehmen, bisschen XP farmen hier. Weil ach so, ich will wieder Silberfische. Ich möchte eigentlich echt gerne noch ein paar Dias finden, ey. Irgendwie bin ich gerade richtig Dia-geil. Muss man einfach mal so sagen. Endportal geil. Ja, Endportal wäre auch richtig nice, das zu finden. Aber ich würde, auch gerne einfach mal in die Hölle gehen, weil das habe ich auch mega lang nicht mehr gemacht. So einfach so. Ja, das können wir auch mal machen. In die Hölle zu gehen. Ja, deswegen, da möchte ich ja ein paar mehr Dias dann noch finden, dass wir vielleicht beide eine volle Dia-Rüstung haben. Ja, weil dann passiert nicht so viel, wenn wir die jetzt auch noch. Und man müsste immer einen Eimer Wasser mitnehmen. Genau. Nee, du kannst im hier. Was ist? Ich sag ja mal nix, aber hier sind nochmal die. Lol. Lol, Alter. Hier sind einfach noch mehr Dias. Ich baue mich weiter, ey. Ich glaube, wir sind unser Berg, ne, ist eine Dia-Farm. Ja, glaube ich auch so langsam, ey. Nee, aber was wollte ich sagen? Genau, also du kannst im Nether kannst du kein Wasser planten. Das heißt, man verbrennt einfach elendig. Ja, nicht unbedingt. Es kommt ganz drauf an. Ich glaube, wenn du dich anzündest einmal, dann verbrennst du nicht direkt elendig. Ja, aber wenn du nur noch Lowlife hast und reinfällst, dann bist du tot. Ja, dann bist du tot, ja, schon. Deswegen sollten wir unsere Rüstung auch vielleicht probieren, auf Fire Aspect zu entscharten, weil Fire Aspect, da kriegt man, glaube ich, entweder gar keinen Schaden oder nicht so dollen Schaden. Ich glaube, das kommt immer ganz drauf an, welche Stufe. Ich meine, man kriegt gar keinen Schaden mehr, gar keinen Feuerschaden. Also, wenn man in Lava reinspringt zum Beispiel, bekommt man keinen Schaden mehr, meine ich. Ich weiß nicht, ob das ab einer gewissen Stufe von der Verzauberung war oder direkt auf der ersten Stufe. Ja. Machen wir uns ein Lava-Becken neben Wasser. Wir springen einfach in das Lava-Becken rein, anstatt uns ein bisschen anzuzünden. Ja. Voll riskant, ne? So wie Quatsch. Wir sind riskant. Ach nö, Quatsch. Das wollen klappt schon irgendwie so. Spaß machen. Oh mein Gott, ey. Wir haben 27. Ja, ich bin einfach weiter weg von dir. Wir haben schon 27 Dias, ne? Ja, und im Haus liegt, glaube ich, auch noch einer, also haben wir 28. Mal gucken, ob ich noch mehr finde. Rennt dezent, würde ich sagen. Rennt dezent. Brennt schon. Genau. Ja, fast. Brennt schon. Auf welcher Höhe bin ich jetzt eigentlich? Okay, auf Höhe 11. Ich bin jetzt mittlerweile auf 12 gelandet, aber ist egal. Jo, kein. Genau, so. Einfach weiterbauen und durchbauen. Komm, ich brauche mehr Dias. Machst du zwei oder drei Höhen? Zwei Höhe mache ich irgendwie nur die ganze Zeit. Ich möchte mehr Dias haben gerade. Ich bin gerade echt Dia-geil. Okay, ich nicht. Mal sehen, ob du noch welche findest. Stimmt nicht. Naja, ich glaube auch. Also ich weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt noch großartig... Bau die ganze Zeit das Redstone einfach ab. Ich sag ja mal nix, aber ich habe schon wieder Dias gefunden. Wie viele? Warte. Vier habe ich gefunden. Nice. Lol, ey. Ich habe jetzt 31, Alter. Ich habe schon... Ey, ne, das ist Dias ohne Ende, ey. Das ist ja krass. Vor allem, ich baue mich einfach weiter und finde einfach Dias bis zum Abwinken. Also bald ist das wirklich kein Hardcore mehr, was wir hier spielen, sondern Dias. Minecraft Dias. Wir nennen das Projekt um. Entschuldigung. Wir haben uns im Projekt geirrt. Let's play Dia Minecraft. Okay, oh, hier ist ein Lavasee. Wo bist denn du? Auf einmal sneakst du. Du bist weg. Ja, ich sneak, weil ich beim Lavasee bin. Oh, ich bin in der Schlucht. Läuft. Oho.
Wir haben uns sozusagen von einer Schlucht in die nächste gebaut. Oh, und hier ist auch ein Minen, das Minengeräusch. Also warte, wo bist du? Hör mal auf zu sneaken. Warte, jetzt. Warte mal, da vorne, du bist nicht mehr weit. Bleib mal kurz stehen. Ja. Oder mach ein bisschen was, aber so, dass ich sozusagen du, bei dir mein in Name bleibst. Ja, du bist ja, bei mir. Erzähl ich mir nicht. Nee, ist so. Ja, sag, du ich würde mich da nicht... Warte, wo baust du dich denn gerade lang? Weißt du was, ich komm jetzt einfach rüber. Du baust dich gerade... Ja, komm rüber zu mir in den Gang, weil du baust dich gerade voll in den... Du bist 12 die ganze Zeit gebaut, ne? Ja, hier. Du bist nämlich gerade voll in die eine Seite rein. Hey. Ja. Und, na, hallo, na. Und bei dir wäre, glaube ich, also ich glaube, Lava. Wenn ich richtig geguckt habe, hättest du dich, komm mal her. Ja, warte, hier kurz, hinten warte, hin. Hättest du dich, glaube ich, voll hier hinten hingebaut. Ja, das Eisen habe ich einfach stehen gelassen gerade eben. Weil es dich nicht gejuckt hat, du hast ja so viele Dias. Genau, ich habe die Dias gefunden, richtig. Ja, dann wäre ich, dann wärst voll du, glaube ich, da rausgekommen, ja. bei den Wasserfällen, da, Lavafällen. Da hinten ist, glaube ich, Gold oder sowas, oder? Ich weiß es nicht. Ich baue mich jetzt einfach mal ein bisschen rüber, sodass man hier nicht unbedingt runterfallen kann. Okay, hier haben wir schon mal ein bisschen Obsidian hier, ja, unten. Ja, da vorne ist auf jeden Fall Gold. Bringt uns aber nichts, wenn wir keine Dia-Spitzhacke mit haben. Was bringt dir das nichts, wenn du keine Dia-Spitzhacke dabei hast? Obsidian. Ach so, ja, bringt's auch nicht. Wir könnten natürlich eine machen, aber das wäre, weiß ich nicht. Fast ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben ja eine zu Hause rumfliegen. Das wäre voll die Verschwendung. Okay, hier ist Gold. Okay, ganz vorsichtig da oben, also was du da gerade machst, Kai. Ja, weiß ich. Weil da ist nämlich, gerade eben hier unten ist schon ein Zombie wieder am Rennen und hier kann auch jederzeit irgendwo ein Skelett aus der Ecke geschossen kommen. Alter, ja, ist das hier ich riesig. Ich bin ja sowieso vorsichtig. Ich mach mal einen Skelett. Erst mal die Lava-Höhle hier, Alter, oder? Zack. So, ja, ist es auch. Alter, du bist vorsichtig. Ich sneak hier voll lang, ey. Und ich race hier voll. Voll durch, genau. Wow. Nein. Oh, Glück. Da unten. Hast du das gerade gesehen? Ja, aber da wäre zum Glück nicht viel. Ja. Aber trotzdem wäre ich da zur Seite noch weggeschwemmt worden. Hättest halt gegen ankämpfen müssen, ne? Habe ich ja gerade hier gemacht. Oh Gott, hier ist irgendwo. Da vorne wächst Gras. Ja, in der Lava. Läuft. Pass auf, da ist gerade die Spinne runtergekommen. Hast du das gesehen? Pass auf, wenn du dir das Lava, ja, hab ich gesehen. Ich spring runter, ey, und der. Ich mach da vorne die Quelle auf dich. Läuft bei der Spinne, ey. Ich mach da vorne die Quelle auf dich. Okay, ja. Oh. Nein, das Wasser. Ah, es schwemmt. So, okay. So, erstmal ein bisschen Licht machen. Zack. Stimmt. Ich mach hier die ganze Zeit schon Fackeln hin. Oh. Aber hier ist nur Eisen überall, ne? Ja. Ja, hier gibt's leider anscheinend. Ich habe auch jetzt gedacht, dass wir hier vielleicht. Die Spinne verbrennt eiskalt. Sie rennt dir hinterher und verbrennt. Echt? Ja. Ich habe jetzt gedacht, dass wir vielleicht Dingsams da finden, noch irgendwie einen Minenschacht finden oder so. Da oben sind auf jeden Fall Zombies. Oder einen irgendwie sehen. So jetzt mal direkt. Wollen wir mal einfach da in die Abzweigung da. Wo bist du jetzt? Hier hinter meinst du? Also du meinst da gegenüber oder? Da oder? Wir laufen erstmal hier hin. Zack. Du meinst hier. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Kurz. Ja, okay. Hier ist aber anscheinend nicht viel. Hier ist, glaube ich, Sackgasse. Ist zu Ende gleich, wa? Ja. Ja, gut. Und da oben dann lass mal ist, jetzt links lang. Da oben ist auch nichts, soweit wie ich das sehen kann, oder? Ne, ist nur Eisen. Da hier, Lapis Lazius eben abbauen. Lapis Lazius? Ja, keine Ahnung, wie das heißt. Lapis Lazuli. Ja, alles dasselbe. Alle dasselbe. Alle dasselbe. Okay, ich habe einen Bogen. Ich muss jetzt leider das Skelett da drüben mal eben kurz mit dem Bogen abschießen, weil sonst killt mich das noch irgendwann hier. So. Okay, zack. Oh, hier habe ich Angst. Ja, ich auch. Deswegen, ich sneak hier auch nur lang. Ich nicht. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Lass mal die Quelle da dicht machen. Hab ich gerade vorgehabt. So, okay. Ab nach unten. Was ist da unten? Das, so. Da müsste nur... Okay, da hinten ist wieder Lava, dann gehen wir mal hier oben lang. Kann man die Lavastrom auch dicht bauen? Ja, aber das ist unnötig, dafür dann nach ganz oben zu klettern. Du kannst es auch hier unten ein bisschen zu bau mal lieber nichts rein. Das Problem ist, wenn du nämlich was falsch baust, dann strömt kommt die Lava rübergeschwemmt, ja. Genau, dann strömt es nämlich nach oben und so ein Müll. Okay, hier ist anscheinend auch nichts, hier geht's auch nicht weiter.
Aber ich habe jetzt echt gedacht, dass wir hier irgendwie wirklich jetzt mal irgendwie eine Mine oder sowas finden. Das wäre auch nochmal cool, oder? Ja, das ist, das, die Sache ist auch, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube so irgendwie, weiß ich nicht, eine Mine bestätigt irgendwie, also das ist aber auf jeden Fall nicht so, aber ich habe jetzt so gedacht, so eine Mine hätte mich nochmal bestätigt, dass hier vielleicht das Endportal wirklich sein könnte. Warum auch immer, irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie hat das eine magische Wirkung. Hier bin ich. So, ich darf nochmal wieder zurück hier auf den Punkt. Dann warte ich mal. Ich race hier. Okay, dann komm runter. So. Und ich würde jetzt sagen, das war's jetzt hier mit der Folge von Minecraft Hardcore. Echt nicht? Aber ich bin kaputt gegangen. Ja, Schrott. Müssen wir nächste Folge 9 machen. Ja, aber ist sowieso alles kaputt. Ja, alles tutti kaputti. Okay, dann haut rein. Tschüss. Ciao.